Television Zwickau. Deine Region im Bild. Comedia Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Trägerwechsel beim Tiergehege Waldstraße und Schönheitskur für ältesten sakralen Raum der Region. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Willkommen und einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer letzten Ausgabe von Tag aktuell in dieser Woche. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Vielen Menschen ist das Tiergehege an der Waldstraße in Marienthal bestens vertraut. Als Naherholungsziel bietet es Entspannung und Erholung für die ganze Familie. Für Kinder immer wieder spannend, dass man hier eine große Vielfalt von Tieren antreffen kann. Vor 30 Jahren war es Günther Till, der das Tiergehege gemeinsam mit seiner Frau aufgebaut hat. Nun ist es an der Zeit, dieses Kleinod in andere, in gute Hände abzugeben. Günther Till ist sich sicher, dass sein Lebenswerk ab heute vom Verein Gemeinsam Ziele erreichen fortgeführt wird. Davon bin ich überzeugt, dass der Verein Gemeinsam Ziele erreichen das Gehege so weiterführt, wie wir es aufgebaut haben, so wie ich es aufgebaut habe vor 30 Jahren. So lange besteht es ja. Früher habe ich das ja allein mit meiner Frau gemacht und Freunden und habe erst vor 10 Jahren dann diesen Verein gegründet. Es ist eben jetzt so weit, dass ich sage, ich hatte gesundheitliche Probleme mal vor ein paar Jahren gehabt. Deshalb bin ich auf Herrn Jens Soraschka zugegangen und habe gesagt, ja, dass wir Unterstützung kriegen, vielleicht von Ihnen. Das ist auch geschehen. Man hat uns über Bundesfreiwilligendienst Leute zur Verfügung gestellt. Man hat auch mal einen Arbeitseinsatz gemacht mit, sodass wir schon Unterstützung hatten. Wir hatten aber auch Unterstützung von der Stadt und von Firmen und Sponsoren. Ich möchte mich an dieser Stelle bei all den Menschen in Zwickau recht herzlich bedanken, die mich die ganzen Jahre begleitet haben, mich hier unterstützt haben, die Firmen, die Sachen möglich gemacht haben, wo eben absolut keine finanziellen Mittel vorhanden sind, denn wir leben nur von Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Und bei all diesen Menschen möchte ich mich bedanken. Ich werde das auch persönlich noch tun, aber ich möchte jetzt mal hier über Zwickau TV den Leuten das heute schon mal entgegenbringen hier und ihnen sagen, wie glücklich ich war, dass sie mir geholfen haben. Herr Till, Sie werden trotzdem, wenn es Ihnen gut geht, noch ein waches Auge hier immer haben. Mir geht es zurzeit gut. Es ist damals hier, ich habe einen Herzschrittmacher bekommen hier und hatte eine Verödung im Herzen, die durchgeführt wurde. Das ist aber alles wieder im grünen Bereich, sodass das ich belastbar bin. Ich habe es ja jetzt gezeigt. Ich habe von November hier, wo die Kollegin aufgehört hat, hier die Frau, die hier die Vertretung mal machen sollte, hier habe ich ja bis jetzt das alleine geführt wieder. Und Sie sehen, es ist alles, es musste natürlich einiges liegen bleiben. Sie kennen es ja von früher, das Tiergehege Marienthal, das war alles picobello sauber. Es war nicht, aber dieses Jahr ging es eben nicht, nachdem die Arge uns am 31. oder 30. März keine Leute mehr zur Verfügung gestellt hat. War ich also nur auf Ehrenamtliche und einen Helfer von der Frau über Bundesfreiwilligendienst. Und 3 ehrenamtliche Helfer, bei denen ich mich auch bedanken möchte, die also Stunden hier geleistet haben, das kann man gar nicht sagen. Welche haben Doppelschichten gefahren, nur um die Tiere ordnungsgemäß zu versorgen. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute. Und ich wünsche mir, ja, dass es so weitergeht und die Bevölkerung weiterhin hierher kommt und viel, viel Freude macht. Und spendet bitte auch an diesen Verein, so wie ihr an uns Gelder überwiesen habt, hier als Mitglied. Dafür möchte ich mich nochmal bedanken. Im feierlichen Rahmen wurde heute ganz offiziell das Tiergehege Waldstraße an den neuen Träger übergeben. Jens Joraschka, Geschäftsführer des Vereins Gemeinsam Ziele erreichen, erklärte, wie dieses Engagement zustande gekommen ist. Der Herr Till kam vor mehr als 5 Jahren mal auf mich zu. Wir leben hier in unmittelbarer Nachbarschaft. Und ihm ging es damals gesundheitlich nicht so gut. Er lag dann auch mal im Krankenhaus. Und da hat er sich da an der Stelle schon mal Sorgen gemacht, was ist denn, wenn er mal längere Zeit ausfällt.
was wird aus seinen Ziegen, das muss ja alles versorgt sein. Ne? Tiere fragen nicht, ob man Zeit hat, die muss man sich nehmen. Und da sind wir dann damals mit eingestiegen als Träger, gemeinsam Ziel erreichen mit Helfern im Bundesfreiwilligendienst. Da haben wir also wirklich die letzten 5 Jahre hier den Betrieb mit aufrechterhalten, weil das hätte er alleine wirklich nicht mehr geschafft. Und das war auch gut so, weil wie gesagt, er war halt gesundheitlich schon angeschlagen. Und es ist halt wichtig, wenn man sich das Gelände hier anguckt, dass das in Schuss bleibt, dass man da regelmäßig drüber bleibt. Und so sind wir dazu gekommen, das hat sich so entwickelt. Und wir haben dann gesagt, wir machen eine Kooperation, dass wir also auch uns fest aneinander binden, wenn er uns holt, dass er sich auf uns verlassen kann. Und wir andersrum auch, wenn wir uns hier engagieren, dass dann eben auch der Schritt dann mal gegangen wird, Übergabe an den Träger, dass er auch weiß, es geht weiter. Und dieser Schritt wird heute bei wunderschönem Sonnenschein hier genau gegangen. Also wir haben ja wirklich das größte Glück und ich denke, das haben wir heute auch mit dem 1. Juli auch ordentlich gemanagt. Wir haben gestern die Übergabe zwischen den beiden Vereinen gemacht, ne? Inventar. Zum Inventar gehören die Tiere. Da war also auch das Veterinäramt da, die also auch quasi nochmal den Bestand dann wirklich überprüft haben. Der muss ja jährlich mit einer Bestandsaufnahme angegeben werden. Und das ist also, ging alles seinen Gang, war alles IO. Die Kollegin vom Veterinäramt hat ihr okay gegeben. Und so sind wir jetzt stolzer Besitzer von 12 Ziegen, chinesischen Seidenhühnern und, was es so auch an Wassergeflügel hier gibt. Ja, und wir stellen uns quasi jetzt dieser Herausforderung, dieses Tiergehege, was Kleinod in Mariental ist, aber auch für die Stadt, weiter zu betreiben und das eben für die Öffentlichkeit zugänglich zu erhalten. Was würdet ihr euch von den Zwickauern wünschen? Ja, das sind zwei Dinge. Zum einen wäre es für uns ganz wichtig, dass es Leute gibt, die vielleicht in ihrer Freizeit hier mit helfen wollen oder können, weil es natürlich die eine oder andere Hand braucht, das Gelände in Schuss zu halten und auch die Tiere zu versorgen. Und zum anderen, da habe ich hier schon selber vom Träger her meine Aktion gestartet, habe ich die Anwohner informiert, dass das stattfinden wird, dass wir natürlich auch Fördermitglieder brauchen, weil so ein Tiergehege lebt natürlich nicht nur von der helfenden Hand, sondern man muss natürlich auch Futter kaufen, man muss Gerätschaften kaufen, die hier für das Gelände gebraucht werden. Man muss die ein oder andere Investition tätigen, auch ins Gelände. Und das ist natürlich auch ein rein spendenfinanziertes Projekt. Das heißt, also ähnlich wie die Tafel werden wir hier auch aktiv werden. Und da sind wir auf die Unterstützung natürlich auch finanziellerseits der Bevölkerung angewiesen. Um den Mitarbeitern des Tiergeheges an der Waldstraße die Arbeitsbedingungen zu verbessern, hat uns Jens Juraschka noch ein bislang gut gehütetes Geheimnis verraten. Genau, wir hatten also gestern schon ein kleines Briefing der Ehrenamtlichen und der Helfer im Bundesfreiwilligendienst. Wichtig war uns ja auch, das war auch im Absprache mit Herrn Till auch so gewollt, dass wir die Rahmenbedingungen für die Helfer hier unbedingt verbessern, weil wir natürlich hier an Gegebenheiten und Grenzen stoßen, die eben zum Beispiel 2 Dixi-Klos bedürfen, weil es eben keine Sanitärräume gibt. Und wir haben jetzt also die Chance ergriffen und werden den Bauernhof hinter dem Tiergehege übernehmen, um da eben gleich bis zum kommenden Winter Gegebenheiten zu schaffen, die da heißen, Duschen umkleiden und eben auch Warmwasser im Winter und solche Sachen, dass die Helfer, die hier anfangen, ordentliche Rahmenbedingungen vorfinden, weil die schon schwierig waren. Die ließen sich aber auch nicht wirklich ändern. Jetzt haben wir die Chance dort ergriffen und werden also da auch die Medien gesondert nochmal einladen, wenn es dann soweit ist, dass man sich das so anschauen kann, weil das bedeutet nochmal Arbeit. Aber es ist erstmal auch für die Ehrenamtlichen, die hierher kommen, eine Grundlage, auch ordentlich zu arbeiten. In der heutigen Medienrunde fiel uns ein Mann auf, den wir bisher von seiner Tätigkeit bei der Zwickauer Tafel kannten und der sich nun einer neuen Arbeitsaufgabe stellt. Ralf Hutschenreuter übernimmt diese neue Herausforderung sehr gern. Ja, ich freue mich sehr drauf. Lachend und weinendes Auge. Die Zwickauer Tafel wird jetzt von meiner Kollegin, der Anke Kossack, weiter mitgeleitet als Teamleiterin. Ich bin natürlich auch mit zuständig im erweiterten Sinne für die Tafel und dann jetzt fürs Tiergehege. Es ist eine Riesenaufgabe, die wir jetzt hier bewältigen müssen. Es gibt wirklich sehr viel zu tun. Die Außenanlagen müssen gepflegt werden und
Ja, es ist eine Aufgabe. Es ist mir am Anfang nicht leicht gefallen, die Sache mit 14 Tagen Bedenkfrist, habe ich dann doch gesagt, ich mache es. Das ist eine neue Aufgabe, das lohnt sich für die Bevölkerung in Zwickau, speziell auch für Mariental, für Kinder, die Erklärung der Natur, der Tiere mal zu gewährleisten und vor Ort zu zeigen, wie die Tiere auch vor Jahren gehalten werden, wie sie gepflegt werden, wie sie gesäubert werden und wie sie gefüttert werden. Da gehört aber sicher auch ein Stück Tierliebe dazu. Auf jeden Fall, die Tierliebe ist da. Nicht für alle Tiere, weil ich sie gar nicht kenne. Jetzt ist es natürlich so, dass ich mich sehr damit befasst habe, einiges nachgelesen habe über die Pflege der Tiere. Ich bin leidenschaftlicher Angler, das kommt dazu. Die Teiche sind voll mit Fischen, mit Karpfen und allem drum und dran. Die Tierliebe ist auf jeden Fall vorhanden. Das ist das A und O für diese Arbeit. Bei der heutigen Übergabe des Tiergeheges entstand für uns jedenfalls der Eindruck, dass Günther Till keine Sorge haben muss. Damit kann man davon ausgehen, dass die Zukunft des Tiergeheges an der Waldstraße in Mariental gesichert ist und auch zukünftig viele Besucher, wie heute eine Kindergruppe, hierher kommen werden. Haben Sie Fragen? Die Geschäftsstelle des Vereins Gemeinsam Ziele erreichen, können Sie unter der eingeblendeten Telefonnummer erreichen. Mit einem Festkolloquium hat das Zwickauer Unternehmen GUB Ingenieur AG heute sein 25-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Am 1. Juli 1991 wurde es gegründet und hat sich seitdem zu einer festen Größe auf den Gebieten Geo-, Umwelt- und Bautechnik entwickelt. Zunächst würdigte Baubürgermeisterin Katrin Köhler das Unternehmen als wichtigen Ansprechpartner, wenn es um städtische Bauvorhaben geht. Sachsens Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft, Thomas Schmidt, sprach in seiner Grußrede die Verdienste der GUB auf Landesebene an. Unter den Rednern war auch Oberberghauptmann Bernhard Kramer, dessen Dienststelle, das Oberbergamt in Freiberg, ebenfalls seit Jahren auf das Expertenwissen des Zwickauer Unternehmens setzt. Die GUB Ingenieur AG beschäftigt heute 180 Techniker, Naturwissenschaftler und Ingenieure und ist mittlerweile weltweit ein anerkannter Partner bei Geo-, Umwelt- und Bauprojekten. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch als Sponsor aktiv, unter anderem für den FSV Zwickau. Die Feierlichkeiten gingen bis in den Freitagabend. Einen ausführlichen Bericht über das Jubiläum sehen Sie am Montag im Abendmagazin Tag aktuell. Werbung. Manchmal brauchst du einfach jemanden, der mit dir Neues ausprobiert, der dich bewegt. Jemand, der dir einfach so hilft, der größer ist als du. Es gibt Momente, da brauchst du jemanden, der dich überrascht, der stärker ist als du und dir ein Lächeln schenkt. Wenn alles schief läuft, da brauchst du jemanden, der über dein Missgeschick lachen kann und der in einer komplizierten Situation eine ganz einfache Lösung findet. Es gibt Tage, da brauchst du Menschen, die mit dir besondere Momente teilen, die dein Leben bereichern. Manchmal brauchst du einfach ein Wir. Dafür stehen die Wohnungsbaugenossenschaften WEWOBAU, ZWG und WBG Zwickau-Land. Zwickau lädt Sie ein zur Museumsnacht am 9. Juli 2016. Seien Sie dabei, wenn die Museen der Stadt ihre Pforten öffnen. Ob Kunstsammlungen, Robert-Schumann-Haus, Ratsschulbibliothek, Priesterhäuser, die Galerie am Domhof oder das August-Horch-Museum. Überall erwartet Sie ein spannendes Programm. Erleben Sie die Vielfalt des Zwickauer Kunst- und Kulturangebotes in einer Nacht. Nutzen Sie dafür den Shuttleverkehr mit dem historischen Omnibus oder der historischen Straßenbahn. Die Museumsnacht am 9. Juli von 18 Uhr bis Mitternacht. Willkommen bei dem Komplettversorger rund um Ihre Gesundheit, der Treitschke GmbH. Wir sehen im Patienten in erster Linie den Menschen. Deshalb verstehen wir es als unsere Aufgabe, nicht nur die Mittel zur Linderung von Symptomen zu liefern, sondern vor allem mit Menschlichkeit und persönlichem Engagement das Leben ein Stück lebenswerter zu gestalten. Wir fangen den Menschen auf, hören ihm zu und nehmen ihm zahlreiche Herausforderungen ab. Einfach gesagt, wir kümmern uns.
Das ist unsere Unternehmensphilosophie seit nunmehr fast 25 Jahren. Unser Team besteht aus hervorragend geschulten Mitarbeitern im Innen- und Außendienst. In den Bereichen Homecare, Orthopädietechnik, Reha-Technik und in unseren Sanitätshäusern stehen Ihnen unsere Mitarbeiter mit ihrem Fachwissen und ihrer oft jahrzehntelangen Erfahrung mit Rat und Tat zur Seite. Fordern Sie uns, wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Lust auf einen Cappuccino oder ein Gläschen Prosecco? Dazu einen leckeren Snack? Dann sind Sie hier richtig. In zwei stilvoll eingerichteten Etagen können Sie die Seele baumeln lassen. Nach einer Shoppingtour durch Zwickau oder auf einen Absacker. Schickeria, die Sehnebar im Herzen von Zwickau, direkt neben dem Rathaus, Ecke Innere Schneeberger Straße, lädt zum Verweilen ein. Regelmäßig gibt's hier Live-Musik. Geöffnet ist täglich von 11 bis 1 Uhr. Am 1. Juli wieder Live-Musik in der Schickeria. Da Gaudibu, bekannt von den Prinzenbergern, lässt's ab 20 Uhr so richtig krachen. Jetzt schon Plätze sichern. Schickeria, die Sehnebar im Herzen von Zwickau. Uta Röder Moden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Röder Moden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wenn wir Ihnen eine Wohnung vermieten, dann wissen wir, Sie vertrauen uns den für Sie wichtigsten Platz der Welt an. Mehr als 65.000 Kindern bieten wir ein gutes, sicheres Zuhause und Wohnumfeld. Wer gibt Städten Gesicht und Seele? Wir sind das. Hierher komme ich natürlich erstens mal, weil es sehr, sehr schön ist. Und damit man fit bleibt, in unserem Alter, da könnte schnell mal passieren, dass man nicht mehr so kann. Aber hier, das hält ihn wirklich richtig fit und schön stabil. Und dann ist es natürlich auch das ganze Fluidum wunderbar. Schöner kann es ja gar nicht sein. Man kennt sich ja und da gibt es anschließend mal immer mal ein schönes Wort und eine Rederei, einen Meinungsaustausch. Also besser kann man sich gar nicht vorstellen. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Hotelpension Flexig, Hartmannsdorf bei Kirchberg. Täglich ab 11 Uhr Essen vom Feinsten. Telefon 037602 6342. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Der Betriebsratsvorsitzende der MA Automotive Deutschland GmbH sieht sich mit einer fristlosen Kündigung konfrontiert. Ihm wird seitens des Arbeitgebers Mobbing vorgeworfen. Die IG Metall hingegen sieht in dieser Kündigung einen Versuch, den Betriebsratsvorsitzenden loszuwerden, weil sich dieser für einen Tarifvertrag mit der IG Metall einsetzt, den der Arbeitgeber hingegen wiederum ablehnt. Gestern fand vor dem Arbeitsgericht in Zwickau die Güteverhandlung statt. Der Arbeitgeber, der unter anderem BMW und Skoda beliefert, hat den in Gewerkschaftskreisen berüchtigten Arbeitgeberanwalt Helmut Naujoks beauftragt. Die gestrige Verhandlung war von großem öffentlichen Interesse gekennzeichnet. Betriebsräte aus ganz Deutschland verfolgten den Einigungsversuch. Das Gericht hat wegen der nicht zustande gekommenen Einigung nun einen Prozesstermin für den 1. Dezember diesen Jahres anberaumt. Die IG Metall Zwickau wertet den Gütetermin als
ersten Erfolg. Der Personalleiter von MA Automotive Deutschland GmbH und dessen Rechtsanwalt hätten neben der bisherigen fadenscheinigen Begründung für ihre Kündigungsabsicht keine Belege vorlegen können, so die IG Metall. Einen neuen Neoplan-Reisebus hat heute der Busbetrieb Beck auf dem Mitarbeiterparkplatz des August-Horch-Museums vorgestellt. Das Fahrzeug wird künftig auf Nah- und Fernstrecken in ganz Europa eingesetzt und wirbt mit seiner Lackierung für das Zwickauer Automobilmuseum August-Horch. Zu sehen ist ein Horch-Oldtimer, der das Bild der Stadt Zwickau nicht nur als Schumannstadt, sondern auch als Wiege des Automobilbaus nach außen tragen soll. Zahlreiche Interessierte nahmen den Bus heute in Zwickau in Augenschein. Zur Halbzeit zeigt sich der Zwickauer Arbeitsmarkt entspannt. Den sechsten Monat in Folge kann die Zwickauer Arbeitsagentur einen Rückgang der regionalen Arbeitslosenzahlen beziffern. Der Arbeitsmarkt war im Juni so stabil, dass in einigen Branchen bereits Engpässe in der Stellenbesetzung zu spüren seien, so etwa im Pflegebereich, im Garten- und Landschaftsbau sowie im Metallbau. Vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitieren beide Rechtskreise. Den zahlenmäßig höheren verzeichnet im Juni das Jobcenter in seinem Kundenstamm. 318 Frauen und Männer waren dort zum Sommerbeginn weniger arbeitslos als noch im Monat zuvor. In der Agentur für Arbeit ist die Arbeitslosigkeit um 166 Personen bzw. um 5,9% zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote beträgt in Werdau 5,7 und in Hohenstein-Ernsthal 5,8%. Die Hauptagentur Zwickau vermeldet 6,8 und die Klauchauer Geschäftsstelle 7,1%. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Die Katharinenkirche, sie gehört zu den ältesten Gebäuden der Stadt Zwickau. 1219 als Klosterkirche erstmals urkundlich erwähnt, erhielt sie nach den Stadtbränden von 1328 und 1403 ihre spätgotische Gestalt. Heute prägt sie zusammen mit dem Dom St. Marien die Silhouette unserer Stadt. Zu den Sehenswürdigkeiten der Hallenkirche, in der unter anderem Thomas Münzer predigte, gehört der Flügelaltar aus Kranach. Werkstatt, die Sandsteinkanzel von Paul Speck und die Sakristei aus dem Jahre 1300. Für die Besucher ist die Tür zur Sakristei zurzeit geschlossen und das aus gutem Grund. Dahinter verbirgt sich der älteste sakrale Raum von Zwickau und Umgebung. Die Kapelle aus dem Jahre 1300 wird noch immer als solche genutzt, derzeit aber einer umfangreichen Restaurierung unterzogen. Die Kosten liegen bei etwa 100.000 Euro. Ausgangspunkt war, wir wollten zunächst als erstes diesen Bündelpfeiler restaurieren. Er hatte Schädigungen im unteren Bereich in Form von Salzausblühungen und Feuchtigkeit. Und in diesem Zusammenhang haben wir den Fußboden öffnen müssen und waren ganz erstaunt, als wir in zwei Horizonten verschiedene Fußbodenebenen feststellen konnten. Das ist einmal der barocke Fußboden aus dem 17. Jahrhundert und jetzt dieser Fußboden, der um 1300 zur Erbauungszeit dieser Kapelle gehört. Im Zuge der Baumaßnahmen, die bereits Mitte des vergangenen Jahres begonnen hatten, kam der alte Klinkerfußboden aus der Zeit der Erbauung wieder zum Vorschein. Eigentlich unvorstellbar, wenn man die Steine sieht, ihr Alter kennt und daran denkt, wer in den vergangenen 716 Jahren schon alles darüber gelaufen ist. Die bekanntesten dürften Martin Luther und Thomas Münzer gewesen sein. Dieser Fußboden um 1300 ist nicht genügend abriebfest. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir diesen Fußboden abdecken und ganz unberührt im Unterbereich des Fußbodens, des neuen Fußbodens belassen. Es kommt dann eine Aufschichtung darauf und der barocke Fußboden, der in der zweiten Ebene vorgefunden wurde, diesen barocken Fußboden, der aus der Zeit in einer Restaurierungswerkstatt in Zwickau. Und der wird dann hier wieder verlegt und wird auch dann dieser nutzbare Fußboden in Zukunft sein. Die Lehmziegel wurden luftgetrocknet und anschließend zu Backstein gebrannt. In Zwickau aber wahrscheinlich nicht lange genug. Der poröse Zustand ist ein Beleg dafür. Wir haben also Feuchtigkeitsprobleme in der
Ost, in der nordöstlichen Ecke. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir eine Zwangslüftung einbauen, um einfach die Klimabedingungen im Raum zu verbessern. Die Stützsäulen sowie die Rippen des Deckengewölbes sind, wie die gesamte Kirche, aus rötlichem Sandstein. An der Mittelsäule kann man ablesen, wie viele Fußböden der achteckige Raum im Laufe der Jahrhunderte besessen hat. Nach der Sanierung soll der barocke Zustand wiederhergestellt werden. Das heißt, der Fußboden befindet sich dann ca. 16 cm über dem jetzt freigelegten Niveau. Laut Kirchenbaurat Gabriel Püschmann möchte man so tief bleiben, damit die räumliche Hülle besser erlebbar wird. Die Fertigstellung der Restaurierungsarbeiten ist noch für dieses Jahr vorgesehen. Die Zielstellung ist schon mehrfach geändert worden, aber wir haben uns entschlossen, dann doch lieber eine sehr gute Restaurierung durchzuführen und eine sehr gründliche Arbeit auszuführen, anstatt jetzt hier schnell irgendwas fertigzustellen, sodass wir hoffen, dass wir im September mit den Arbeiten zum Abschluss kommen. Nach der Restaurierung steht einer weiteren Nutzung der Sakristei also nichts mehr im Wege. Der Pfarrer hält weiterhin Gottesdienste. Der sakrale Raum soll dann auch für Besucher geöffnet sein. Am 18. Juli lädt die Mokka Bar zur Comedy Lounge ein. In einem monatlich wechselnden Programm präsentiert der Moderator Vicky Womit die besten Comedians unseres Landes. Die bereits in 15 Städten ansässige Veranstaltungsreihe Comedy Lounge kommt nun auch nach Zwickau. Diesmal mit dabei ist die Künstlerin Jacqueline Feldmann. Sie ist die wohl jüngste Stand-up-Komikerin Deutschlands und hat jede Menge lustige Geschichten im Gepäck. Mit von der Partie sind der Fürst der Finsternis und der unglaubliche Heinz. Vorverkauftickets sind ab sofort in der Mokka Bar in Zwickau erhältlich. Schon zum 26. Mal lädt die Stadt Krimmetschau zum Marktfest ein, diesmal vom 12. bis zum 14. August. An allen drei Tagen erwartet die Besucher ein umfangreiches Programm. Am Freitag geht es los mit der legendären Rocknacht. Dabei sind Kalthauser und Rockhaus. Offiziell eröffnet wird das Marktfest am Samstag um 10 Uhr. Die Vereinsmeile auf dem Kirchplatz ist dann bis 18 Uhr geöffnet. Zahlreiche Veranstaltungen rund um den Markt komplettieren die Stadtsause. Die Partnerstädte Hof und Plauen organisieren für den 30. Juli eine weitere der sehr nachgefragten Bustouren entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Während der Fahrt über Mödlareuth, Töpen, Juchö, Hirschberg, Sachsen-Vorwerk, Rudolfstein und Blankenberg wird Alfred Eiber, ehemaliger bayerischer Grenzpolizist, über damalige Ereignisse an der innerdeutschen Grenze berichten. Über geglückte Fluchtversuche, aber auch über solche, die tragisch endeten. Abfahrt ist in Plauen am oberen Bahnhof. Anmeldungen werden unter der eingeblendeten Adresse von der Stadt Hof entgegengenommen. Werbung. Sie vor Freude. Die Happy Days mit dem Citroën Grand C4 Picasso schon ab 189 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Le Car, le Caractère. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Lassen Sie sich von Gelenkproblemen nicht aufhalten, denn jeder Tag bietet die Chance, das Leben aktiv zu genießen. Vertrauen Sie bei Gelenkproblemen auf Rosaxan. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Wirtschaftsrecht betrifft jeden, der im Geschäftsleben steht und Verpflichtungen eingeht. Die Kanzlei für Wirtschaftsrecht im Schiffchen mit Rechtsanwalt Albert Schlichter an der Spitze ist stets Ihr verlässlicher Partner. Der Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und internationales Wirtschaftsrecht
vertritt konsequent die Interessen mittelständischer Unternehmen, Selbstständiger, Handwerker oder Privatpersonen. Auch als Privatanleger oder Investor finden Sie hier kompetente und zielorientierte Beratung. Sie finden Rechtsanwalt Albert Schlichter und sein Team mitten im Herzen von Zwickau, in der Münzstraße 12 am Kornmarkt. Rasen? Das gibt's jetzt auch im Internet. Surfen mit bis zu 400 Mbits im Giganetz von Telecolumbus. Mit der Doppelflat für Telefon und Internet. Das ist echte Kabelpower. Schick lahmes Internet in die Kabine und wechsel auf Highspeed. Jetzt ab 19,99. Nur bei telecolumbus.de. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Krawatten, Schleifen, Festmode von Van den Bosch. Hier werden Männer bestens angezogen. Mit handgefertigten Krawatten in den aktuellsten Designs, hergestellt in Zwickau. Eleganter Festmode und Businessmode in allen Größen und das zu Werkverkaufspreisen. Hochzeitsanzüge und festliche Westen in einer riesigen Auswahl, auch für starke Männer. Entdecken Sie exklusive Herrenmode zu unschlagbaren Werkverkaufspreisen. In Zwickau nur bei Van den Bosch oder im Internet unter vandenbosch-sachsen.de. Wird Deutschland Europameister, dann gewinnen auch Sie. Und zwar 2 Monate Highspeed-Surfen und Telefonieren gratis. Jetzt ab 19,99, nur bei telecolumbus.de. Glückliche Menschen in gemütlichen, hellen Räumen. Diese Wohnungen sprechen zu ihren Bewohnern. Zukunft! Bei der WEWOBAU in Zwickau ist das doch schon längst Realität. Dank intelligenten Wohnungen mit Smart-Home-Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen. Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft. WEWOBAU. Bei uns wohnt die Zukunft. Der Sport wird präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Zwickau-Land. Wohnservice mit dem Blick fürs Ganze. Der ESV Lok Zwickau ist im kommenden Jahr Gastgeber des zweiten großen Lokturniers. Weil sie vor wenigen Tagen das erste Lokturnier gewonnen haben, wurden sie mit der Ausrichtung des nächsten betraut. Mit dem vergangenen Wettbewerb wurden 90 Jahre Eisenbahnerfußball in Plauen und Deutschland gefeiert. Die Nachwuchsabteilungen des ESV 03 Chemnitz e.V. und des ETC Grimmitschau arbeiten ab sofort eng zusammen, um den Eishockey-Nachwuchs in Westsachsen optimal zu fördern. Ziel dieser konzeptionellen Zusammenarbeit sei es, qualifizierten Nachwuchs für den Profibereich zu entwickeln. In gemeinsamer Abstimmung sollen konkurrenzfähige Mannschaften für den Spielbetrieb gemeldet werden können, die jedem Sportler die optimalen Entwicklungsmöglichkeiten böten. Hierzu sollen alle Ressourcen
Ressourcen optimal eingesetzt sowie Wissen und Erfahrungen ausgetauscht werden, um die bestmögliche Ausbildung der Nachwuchssportler zu ermöglichen. Weiterhin bestehen bleiben zudem die Zusammenarbeiten des ETC Crimmitschau e.V. mit dem EHV Schönheide 09 e.V. und dem ESV 03 Chemnitz e.V. mit dem Leipziger EC, sodass alle Nachwuchsstandorte in Westsachsen ab sofort an einem Strang ziehen. Die Flossenschwimmer Max Poschardt und Malte Striegler vom TC Nemo Plauen haben am Montagabend im griechischen Volos WM-Silber mit der deutschen 4x100-Meter-Staffel geholt. Am Ende fehlten lediglich 17 Hundertstel zum Weltmeister Russland. Striegler räumte als Schlussschwimmer dabei das halbe Feld von hinten auf und katapultierte das Quartett vom 5. auf den 2. Platz. Im Vorlauf am Vormittag schwamm Poschardt, der insgesamt 3 WM-Medaillen holte, in 34,14 Sekunden einen neuen offiziellen Weltrekord über 100 Meter. Der Samstag beginnt sonnig und warm mit Höchstwerten von bis zu 25 Grad. Erst am Nachmittag können vereinzelt Schauer auftreten. Es weht ein böiger Wind aus südlicher Richtung. Und die Aussichten, der Sonntag wird erneut sonnig, aber die Temperaturen sinken bis auf maximal 21 Grad. Die neue Woche startet bewölkt. Erst gegen Montagnachmittag kann sich die Sonne gegen die Wolken behaupten. Der Dienstag ist ein Mix aus Sonne und Wolken bei Höchstwerten von 24 Grad und einer leichten Brise aus westlicher Richtung. Tja, meine Damen und Herren, und das war sie, unsere heutige Ausgabe von Tag aktuell. Eins hätte ich fast noch vergessen. Der kleine Ausreißer, den wir seit Freitag letzter Woche gesucht haben, nämlich der Kater Felix, ist wieder zu Hause angekommen. In seinem Zuhause wird er jetzt wieder von seinen Besitzern gehegt und gepflegt. Gut, dass wir alle so gut zusammengearbeitet haben. Ich danke fürs Zuschauen. Am Wochenende sollten Sie einschalten. Da gibt es nämlich ein Kulturmagazin hier bei Television Zwickau. Und am Montag um 19 Uhr sehen wir uns dann wieder zu Tag aktuell. Bis dahin, ciao und tschüss.